Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch schon das Untergeschoss fertig von unserem Parkhaus. Ja, warum ist das schon fertig? Weil ich eine Folge leider verkackt habe, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich habe die Folge gemacht, wollte das am Ende speichern und war mit der Share-Taste zum Speichern leider etwas zu schnell, beziehungsweise mit meinem Daumen ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu viel gezuckt und ja, dann war leider nicht mehr die Möglichkeit gegeben, dass ich das Spiel oder die Folge speichern konnte. Hat mich megamäßig geärgert. Aber gut, ist jetzt nun mal so, ne? Also können wir jetzt nicht ändern. Was habe ich gemacht? Ich habe die Deckenelemente da drauf gesetzt, habe, wie ihr da hinten sehen könnt, alles betoniert gemacht, getan. Ja, und das war es eigentlich auch schon von der letzten Folge. Einiges an Material haben wir schon verwendet wieder. Es ist mega ärgerlich, aber gut, ist jetzt passiert, kann ich nicht mehr ändern. Bleibt so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Und ja, das bedarf auch noch ein bisschen an Materialbeschaffung und hast du nicht gesehen, ne? Also deswegen gehen wir hier rein. Ich hatte mich auch da nochmal bei einem Zuschauer, und zwar bei Yannick, bei dir hatte ich mich bedankt für deinen Kommentar in Folge oder unter Folge, ich glaube 104 war es. Und zwar hattest du, weil du ja aus dem Straßen- und Tiefbau kommst, mal erklärt, warum man am Anfang eines Auftrags immer diesen Oberboden abträgt. Und zwar, weil der Oberboden halt irgendwie ein besonderer, ich versuche das jetzt nochmal gerade so zusammenzukriegen, ein besonderer Boden ist, der halt nicht tragfähig ist, worauf man nicht bauen kann. Ups. Und ja, deswegen wird der halt erstmal abgetragen, bevor man dann anfängt, da rumzubasteln. Fand ich eine sehr gute Erklärung, vielen Dank. Also wer sich das nochmal anschauen oder durchlesen möchte, gerne. Ich meine, Folge 104 wäre es gewesen, wo du das drunter geschrieben hattest. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt bin ich auf jeden Fall einen Schritt schlauer geworden, weil irgendwie fand ich das immer unlogisch. Aber klingt einleuchtend, ne? Wenn du Mutterboden hast oder so, ja, Boden, mit dem du nichts anfangen kannst, quasi im Bauwesen, worauf nichts halten würde oder worauf man nicht bauen kann, dann macht das wenig Sinn. Klar, dann muss der weg, logisch, ne? Also vielen Dank da für deinen Kommentar und dass du das mal so ein bisschen aufgeklärt hast. Damit sind wir alle ein kleines bisschen schlauer geworden. Also ich zumindest. Finde ich gut. Genau so muss das laufen, ne? So, dann wollen wir hier mal weitermachen. Wände gegossen. Hatten wir Wände gegossen schon in dem einen Video? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das hat mich echt rausgebracht, die Nummer. Fand ich mega nervig, ne? Voll ärgerlich. Die Folge war eigentlich auch recht gut. Zwar ein bisschen langatmig und so weiter. Also was heißt langatmig, aber halt, wir haben quasi nur Beton gegossen. Aber dennoch fand ich die Folge richtig gut und dann zuck ich da so dumm mit meinem Daumen. Ich meine, ich war aber auch müde, muss ich dazu sagen. Ich habe es abends noch nach der Arbeit gemacht. Aber lief. Echt richtig. Ich war mega zufrieden. Und dann, bup, bup. So, und dann war ich halt, ja. Das ist das Problem bei der PlayStation. Wenn du einmal Share-Taste drückst, also so ist das bei mir eingestellt. Ich könnte auch Doppelklick machen. Gar keine Frage. Dann würde das auch speichern. Aber wenn du einmal die Share-Taste drückst und drückst es dann aus Versehen weg oder wie auch immer, dann ja, war es das. Dann ist die Aufnahme futsch. Und deswegen, tja, stehst du dann da, ne? Dann hast du ein Problem, ein kleines. So, warte mal, kann ich jetzt hier irgendwie einen vernünftigen Screenshot machen? Irgendwie nicht, ne? Ja, ich mache mal so einen, schauen wir mal. So, wir müssen wieder jede Menge massig Beton gießen. Richtig übel, ne? Viele, viele Wände, die wir hier gießen müssen. Mal gucken. Hier die Auffahrt. Weiß ich gar nicht. Ne, die haben wir, glaube ich, in einer Folge gemacht. Die war, glaube ich, schon. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Beton da noch drin ist. Ah, ich check fest. Und,
Ja. Die Problematik mit dem Kranarm hier, die hatten wir ja auch noch, ne? Ja, die hatten wir auch. Nee, nur Stress hier in der Boot. So, egal, weiter geht's. Wir füllen mal hier überall Beton rein. Nimmt er das? Ja, nimmt er. Da kommen jedes Prozent, was wir kriegen können, nehmen wir mit. So, zack. Na. Macht er? Ja, so ganz langsam. Zack. Na komm, treff. Ja, rein da. Läuft das? Aber mega langsam. Oha. Okay, wir müssen gleich wahrscheinlich umparken, ne, bis wir da hinten dran kommen. Oh, das ist mies. Kommen wir da noch dran? Ne, reicht wahrscheinlich nicht, ne? Ne, reicht nicht mehr. Schade. Da müssen wir umparken. Machen wir mal aus hier. Boah, ich sehe nichts. So, halt. Dann wollen wir hier die Wände noch gießen. Das Treppenhaus. Muss ja auch noch gemacht werden. Okay, das läuft. Schauen wir mal, wie... Na. Jawohl, sehr gut. Da noch rein, ja. Oh, das sieht schon mal gut aus hier. Oh, okay, die Maschine ist leer. Schnell mal ein bisschen nachkaufen. Ich höre, Wände gießen kostet richtig viel Beton, ne? Da kannst du Böden gießen, ein bisschen Schwarte kracht, so, aber Wände, wow. Das ballert richtig hart rein. So. Okay. Und Feuer frei wieder. So, die Wand ist schon mal fertig. Das ist schon mal nice. Dann wollen wir... Wo hänge ich denn jetzt hier? Also, okay. Hier noch reingießen. Hoffentlich zählt das jetzt noch... Jawohl, das zählt dazu. Das ist schon mal sehr gut. Dann brauchen wir wahrscheinlich gar nicht umparken bis für da hinten, für die anderen Wände. Ja. Ich hoffe mal, dass ich bis da hinten hinkomme. Na? Boah, wie sehen sie gar nichts, ne? Warte mal. Kamera. Habe ich mich jetzt hier weiter weggedrückt? Nee, so. Ah. So. Und wie weit kommen wir da hinten? Kommen wir da dran? Jawohl, danke schön. Oh komm, 2% noch. Bitte nicht umpacken. Von wegen 2%. Halt. Ich hänge irgendwie fest. Dann geht er nicht hoch. Jetzt. Da, 3%. Jetzt noch. 1, 2, ich weiß es nicht, kannst du sehen. Komm, wir haben hier noch bestimmt irgendwo eine Wand, wo wir... Warte mal. Geht da nicht noch ein bisschen was? Komm, da muss noch was gehen. Ja, sehr gut, geil. Das hat gerade so funktioniert. Perfekt. So, was haben wir jetzt hier? Fertigelemente, Beton. Okay, warte mal, wir fahren mal den Arm wieder ein. Katsching, da kommt wieder die Kohle rein. Ah, hier, das ist wieder Aufzug. Ach, hier hänge ich fest. Am Kran. Ja gut, okay. Passiert schon mal. So, den lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir den nochmal brauchen. Aber wir machen da erstmal hier die Sintflut aus. Na, das wohl einsteigen.
Oh, herrlich, Ruhe. Perfekt. So wollen wir das sehen. Ja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. So, haben wir fertig Elemente da stehen? Ja, haben wir. Sehr gut. Können wir nämlich hier den Aufzug schon mal fertig machen. Wobei, ob der dann fertig ist, weiß ich noch. Obwohl müsste eigentlich, ne? Wir haben keine. Na. Jetzt. Wir haben keine fertig. Ne, hier Betonwandteile mehr da. Wie hießen die? Diese Gießdinger. Hey, wo ist denn jetzt? Ah, hier. So, da haben wir unser Aufzugteil, Aufzugstück. Na, komm ran. Jetzt, okay, alles klar. Wobei doch, da müsste ja theoretisch schon was drauf kommen, wenn wir einen Aufzug noch haben für. Noch eine Etage drauf, müsste ja noch was kommen. Ne, müsste nicht. Stellen wir ja gar nicht drauf. So, zack. So, markierten Bereich räumen und zwar mit Betonmischer und Betonpumpe. Warte mal, wir ziehen mal den Kran ein Stück ein. So, sehr gut. Aber mal schauen hier. Sollen wir die beiden hier mal auf Seite fahren? Na gut, die stehen natürlich richtig hart im Weg. Ich würde sagen, die packen wir mal hier drüben. Nummer 1. Ist das denn dann schon fertig? Ich meine, wir sind schon bei 68%, ne? Andererseits, wir haben noch einiges an Baumaterial da hinten rumstehen. Aber warte mal, wir machen das so. Und zack. Ah, sieht schon gut, ganz gut aus, ne? Ui. Jawohl. So. Boah, okay. So, ich habe mal ganz kurz hier den Laden zwischengespeichert. So, neues Material muss geliefert werden, beziehungsweise muss hier platziert werden. Was haben wir denn da? Holzbalken und Deckenelemente. Doch, Deckenelemente. Ja, gut, okay, klar, logisch, ne? Irgendwie müssen wir ja noch ein paar Deckenelemente setzen. Das ist ja ganz klar. So, dann haben wir hier, was haben wir denn da noch? Oh, okay, da steht doch noch einiges, ne? Da steht dann doch noch einiges. Das wäre auch mal ein interessanter Screenshot, ne? So. Na, komm ran. Jawohl, zack, Nummer 1 haben wir. Düdüdü. Da hupen sie sich wieder ein ab. So, dann hier rüber. Wir müssten da mal reingehen. Kann man eigentlich, warte mal, das müssten wir am Ende der Aufgabe hier mal, oder beziehungsweise des Auftrags, mal checken, ob man da reinlatschen kann in das Parkhaus. Würde mich ja mal interessieren, ne? Wow. Dass man das vielleicht nicht nur von außen sieht, sondern auch mal von innen. Das müssen wir uns mal merken. Das sollten wir auf jeden Fall mal austesten, ob das funktioniert. Oh. Wir räumen hier wieder die Gelände ab und alles. Läuft bei mir. Juhu. Ah, dahin. Katsching. Was kommt denn in diese Lücke da rein? Haben wir hier noch so eine Lücke zu der Straße? Zu dem. Zum. Ja, Straße oder was? Naja, wir werden sehen. Vielleicht wird das noch irgendwie ausgefüllt oder sowas. So, reicht das von der Höhe? Jawohl. Hier, die hier meine ich. Da noch was reinkommt, man weiß es noch nicht. Egal.
Wir werden es nachher sehen, wenn es fertig ist. So, zack. Nummer 2. Vielmehr Nummer 3. Jetzt noch 2. Gut, dann dürfen wir natürlich wieder Beton gießen, wahrscheinlich, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. So, zack. Und rüber damit. Und rüber damit. Jawohl. Oh, Vorsicht, halt, stopp. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Ach, Quatsch, wo fahre ich denn hin? Voll sinnlos. Dahin bitte. Und einmal runter. Katsching. Sehr schön. So. Schon gut, dass wir die ganzen Pfeiler da nicht gießen mussten, weil das wäre auch nochmal so eine nervige Aufgabe geworden. Achso, warte mal, ich muss den Blumentopf hier wahrscheinlich noch darunter nehmen. Oder was auch immer das ist. Und den anderen auch noch. Ja, zuerst, danke. Dann haben wir das nämlich schon mal auf Seite. So, die brauchen wir nämlich gerade noch nicht. Aber das hier brauchen wir. Und zack. So, letzte Deckenelementspalette. Wie auch immer. Ich hab's ja jedes Mal immer dagegen, das Geländer dazu heizen, ne? So, jetzt die beiden Holzdinger noch und dann dürfte es weitergehen. Oh, es wird schon wieder dunkel, sehe ich gerade. Gar nicht so geil, ne? Ich hasse es, im Dunkeln zu arbeiten. Nicht nur. Ne, generell eigentlich ist mir das egal, aber halt für euch ist es halt zum Gucken oder so, finde ich das irgendwie nervig. Na, egal, können wir nicht ändern. Tag-Nacht-Wechsel gibt es nun mal halt, ne? So. Ah. Und da speichert er wieder. Aber dann wird das gar nicht so ein riesen Parkhaus, ne? So wie es aussieht. Also Erdgeschoss oder Kellergeschoss oder Untergeschoss und ja, erste Etage quasi. Naja, gut, reicht ja eigentlich auch, ne? Was willst du hier so einen riesen Klotz und Parkhaus hinbauen? Vom Auftragsvolumen her passt es halt. So. Katsching. Und wir müssen wieder Baumaterial auspacken. Kein Problem für uns. Dann würde ich sagen, setzen wir den Kran direkt mal hier drüber, weil ich gehe mal davon aus, dass wir den ja so oder so nachher dann nochmal brauchen werden, ne? Und auspacken bitte. Bip-bidi-di. Ah ja, okay. Siehst du, sage ich ja, wir müssen wieder Deckenelemente setzen. Warte mal. Zack. Ups, wo laufe ich denn hin? Auf geht's. Deckenelemente setzen. So, zack. Okay. Wie viel sind das? 12 Stück. Ja, gut, easy. Kein Problem. Kriegen wir hin. Und zack, drauf damit. Ich würde sagen, dann setzen wir die einfach hier so da, wo er es gerade packt, ne? Ja, gekauft. Immer das, wo er gerade Bock drauf hat. Das nehmen wir. Na komm. Jawohl. Und runter damit. Die Deckenelemente, die müssen wahrscheinlich wieder gegossen werden. Gehe ich jetzt mal von aus. Hallo, auf da. So, aber warte mal, ich drehe doch mal ein bisschen. Jawohl. Ah, na, da war's doch. Ja, danke. Wander. Ja, wir müssen doch was drehen wahrscheinlich. Zumindest je enger es wird. Warte mal, setzen wir es direkt hier hin.
Sehr schön. Ah, das wird doch hier ein richtig nices Parkhaus, würde ich sagen. Eins nices Parkhaus. Ah, stopp, jetzt. Wenn ich mich ein bisschen erkältet anhöre, liegt das daran, weil ich eben erst aufgestanden bin. Weil erkältet bin ich nicht mehr. Glücklicherweise. Also schon länger nicht mehr. Aber ich bin eben erst aufgestanden. Ich mache die Folgen hier gerade noch so mal eben schnell vor der Arbeit. Damit ich schon ein bisschen Zeit gewinne, ne? Muss ja auch sein. Ich muss ja die Zeit gucken. Naja, muss halt gemacht werden, ne? So, wie viel haben wir noch? 6. Ja gut, easy, kriegen wir hin. Und rüber damit. Wir hätten da hinten anfangen sollen, wäre der Weg nicht so weit gewesen. Naja, was soll's. Zack. Ey, 3,934 Millionen. 43 Millionen. Brauchten wir nicht für die nächste Stufe 5 Millionen? Doch, ne? Ich meine ja. Also da, was war das denn? Hier diese. Wie hießen die? Ich gucke jetzt nicht nach, nicht, dass ich wieder mit CE-Fehler fliege. Apropos, ich muss auch noch. Ach stimmt, ich wollte ja nochmal wegen dem Fortschritt gucken. Wegen diesen Fortschrittspunkten da. Ob dir das vom letzten Mal noch drinne hat oder nicht, oder ob ich die nochmal neu vergeben muss. Ja, das ist echt nervig, ne? Du guckst irgendwas nach oder willst da Ausbaustufen oder hier Meilensteine oder sowas gucken, zack, fliegst du mit CE-Fehler ein. Voll ätzend. Aber gut, was wollen wir machen? Dann war ich das am besten mal nachher zwischen so einer Folge. Das heißt nachher. Oder am besten vor der nächsten Folge, so. Ist vielleicht nicht verkehrt. So, 3 Stück noch, Freunde. 3 Stück noch. Was haben wir denn da gequiekt? Okay, Stimme ist heute noch nicht on point. Kommt noch. Ich habe noch nicht genügend Kaffee-Intus. Daran kann es liegen. So, 74%. Gibt es eigentlich hier jedes Mal ein Prozent? Ja, gibt jedes Mal ein Prozent. Zack, komm. Aber jetzt habe ich auch hier den weitesten Weg zu gehen, ne? Mit dem Kran. Zack. Die letzten zwei, dann hammert. Und dann bin ich aber gespannt, was wir dann, also ob wir es noch gießen müssen oder ob sich das wieder dann von selber gießt. So. Und eine Platte noch. Na, komm. Ja, ran da. Zack, vielen Dank. Und rauf damit. Und runter damit. Jawohl, sehr schön. Wow. Alles klar, ja gut. Beton müssen wir wieder gießen. Wer hätte damit gerechnet? Wahrscheinlich jeder. So, wir fahren mal den Kran ein bisschen zurück. Damit wir uns da nicht wieder im Weg stehen. Ja, kann man machen, ne? Würde ich sagen. Aber, wie gesagt, das. Oder was heißt, wie gesagt. Oh! Okay, komme ich jetzt hier wieder raus? Ich würde es hoffen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe gedacht, der springt da jetzt elegant darüber. Breaking News tut er nicht. Komme ich hier überhaupt wieder raus? Ja, müssten wir eigentlich, ne? Irgendwo müssen wir wieder rauskommen. Ah, hier ist eine Treppe. Sehr gut. Puh, ich dachte schon. Ey. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich das jetzt an der Stelle verkackt hätte. Naja, egal. Ja, wie gesagt, wir betonieren hier in der nächsten Folge weiter. Gucken wir mal, dass wir dann, ja, dann sollten wir den Auftrag auf jeden Fall safe fertig kriegen.
Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, kostenlos abonnieren. Danke. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.